Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle Widder-Geburtstagskinder aus dem März. Der Monat startet in der Liebe ein bisschen verhalten, aber ab dem 7. März geht die Venus in euer Zeichen und dann wird es turbulent. Beruflich könnt ihr euch ohnehin nicht über Langeweile beklagen, da ist eine Menge los bei euch im Horoskop. Falls ihr euch ein Geburtstagshoroskop gönnen möchtet, bin ich gerne für euch da. Ihr könnt direkt auf meine Homepage gehen und euch dort eure Wunschberatung aussuchen und buchen. Ich verlinke das hier oben auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und diesen Monat verlose ich nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher, denn der größte Teil des Jahres liegt ja noch vor uns. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Welche langfristigen Tendenzen bei euch jetzt und auch im März wichtig sind und welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte empfangen, das könnt ihr in dem Buch nachschlagen und ihr könnt es euch auch im Video des Jahreshoroskops im ersten Teil nochmal anschauen. Nur diese Aspekte haben sich für euch weiter bewegt. Der Saturn zeigt berufliche Herausforderungen für die Geburtstagskinder vom 28. bis 31. März. Ideengeber Uranus steht jetzt auf der Sonne der Widdergeborenen vom 15. bis 19. April und die Lilith fordert die Geburtstagskinder vom 2. bis 7. April heraus. Jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen an. Die Sonne, der Merkur und Liebesplanet Venus stehen alle in den Fischen, außerdem hier noch Neptun und Chiron und das alles in eurem 12. Sonnenhaus. Vielleicht wollt ihr die Liebe jetzt lieber im Stillen genießen und freut euch, wenn ihr euch von dem beruflichen Stress mal zurückziehen könnt. Für manche Widder bedeutet das auch, dass in der Liebe im Moment nicht so viel los ist und dass sie sich mehr um ihr berufliches Fortkommen kümmern. Der Mars steht ja sehr günstig für euch im Zeichen Schütze. Da bildet er jetzt für die dritte Dekade einen superschönen Aspekt noch bis zum 17. März. Das heißt, ihr geht schwungvoll an eure Pläne heran und habt Lust auf Abenteuer. Wenn ihr noch bis Mitte des Monats eine kurze Reise machen könntet, wäre das ideal. Der Vollmond in der Nacht zum 2. März fällt bei euch auf die Heilerachse. Wenn ihr spirituell oder in einem heilenden Beruf unterwegs seid, kann euch dieser Vollmond schöne und wertvolle Erkenntnisse für euren Weg bringen. Da er auf einen Freitag fällt, habt ihr vielleicht auch Zeit für ein Vollmondritual zur Einstimmung auf das Wochenende. Am 6. März geht der Merkur ins Zeichen Widder, gefolgt von der Venus, die am 7. März euer Zeichen betritt. Grundsätzlich ist das immer super, wenn die Venus im eigenen Zeichen steht, denn das stärkt die Ausstrahlung und die Beliebtheit bei anderen. Da sind dann auch zwei Top-Tage für euch, nämlich am 8. und am 9. März. Da seid ihr besonders charmant und könnt gut den Partner oder potenziellen Flirt bezirzen. Die Venus geht bei euch durch die erste Dekade bis zum 15. März, anschließend bis zum 23. durch die zweite Dekade und für den Rest des Monats durch die dritte Dekade. Das Problem dabei ist nur, dass sie ab dem 11. März schwierige Aspekte bildet, nämlich zu Saturn, Lilith und Pluto, die ja bei euch im Karrierebereich stehen. Das kann bedeuten, dass ihr trotz Charmoffensive und toller Ausstrahlung bei jemandem auf Granit beißt. Es kann auch sein, dass ihr vor lauter Arbeit gar nicht dazu kommt, euch prickelnden Liebesmomenten hinzugeben. Die psychologische Bedeutung dieser Aspekte habe ich in der kosmischen Schwingung genau erläutert. Schaut doch da bitte nochmal rein. Wie gesagt, bis zum 10. März läuft es noch gut und ihr habt die Chance, euren Schatz um den Finger zu wickeln oder einen schönen Flirt anzufangen. Das solltet ihr für Nähe und Liebesmomente nutzen. Nehmt euch also vor, bis zum 9. März genug Zeit zu haben für die Menschen, die euch wichtig sind. Danach wird das bis zu den Osterferien schwierig. Vom 11. bis 14. März läuft die Venus in dieses unangenehme Quadrat zu Saturn. Das kann Liebeskummer oder eine Enttäuschung mit sich bringen und außerdem ist es auch ein schwieriger Finanzaspekt. In dieser Zeit braucht ihr keine Gehaltsgespräche oder Kreditanfragen zu verhandeln. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man euer Anliegen ablehnt. Am Samstag, den 17. März, haben wir den Neumond im Zeichen Fische bei euch im 12. Haus der Spiritualität. Wenn ihr also spirituell helfend oder heilend unterwegs seid, ist es eine sehr schöne Konstellation. Da könnt ihr wunderbar meditieren und um Hilfe aus der geistigen Welt bitten. Für aktive Widder würde sich auch anbieten, dass ihr einen Meditationskreis initiiert, vielleicht auch online,
um gute Energien zur Heilung der Welt abzuschicken. Denn dieser Neumond findet in Verbindung zu Heilerplanet Chiron statt. Auf der weltlichen materiellen Ebene tut sich an diesem Tag später am Abend auch noch viel für euch, denn der Mars geht dann ins Zeichen Steinbock und damit in Spannung zu eurer Sonne. Diese Konstellation kann euch stärken, besonders was die Karriere angeht. Andererseits ist es eine Spannung zur Widdersonne und zwar eine ziemlich heftige. Ihr könnt also in den nächsten Wochen für eure Karriere sehr viel erreichen. Diese Marsphase geht bis Mitte Mai, aber ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht zu forsch und zu hart auftretet. Wichtige Geschäftspartner könnten sich sonst angegriffen fühlen und sich gegen euch wenden. Außerdem seid ihr mit dieser Konstellation schnell gereizt, sodass ihr eher zum Angriff übergeht. Starke Marsenergien kann man am besten kanalisieren, indem man viel Sport treibt und viel Sex hat. Dieser Aspekt betrifft bis zum Ende des Monats vor allem die erste Dekade der Widdergeborenen. Die Sonne geht dieses Jahr am 20. März um 17.15 Uhr in euer Zeichen. Dann haben wir Frühlingsanfang. Die Stimmung steigt und ihr erhaltet für 4 Wochen starke Vitalkräfte. In den Tagen rund um den Geburtstag hat man immer viel Energie. Allerdings ist die Energie teilweise überschießend, denn die Sonne geht als erstes in eine Spannung zum Mars. Wenn ihr zwischen dem 20. und 26. März Geburtstag habt, steht ihr ganz schön unter Strom und diese Hochspannung wird euch das ganze Jahr begleiten. Ihr könnt damit große Erfolge erzielen, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht in einen blinden Aktionismus verfallt oder rechthaberisch und dominant auftretet. Auch die anderen Widdergeborenen können diese Spannung empfangen, wenn sie weitere Planeten im Widder haben. Ein Geburtstagshoroskop würde sich dieses Jahr wirklich für euch lohnen. Auch danach reißen die Herausforderungen nicht ab. Am 23. März wird der Merkur rückläufig und das bei euch im Zeichen. Da kommen dann auch noch Missverständnisse und Planänderungen dazu, auf die ihr möglicherweise sehr gereizt und ungeduldig reagiert. Oder ihr verursacht die Missverständnisse selber, weil ihr bei Vorhaben und Entscheidungen zu unbedacht und impulsiv vorgeht. Ein Grund mehr, in der Kommunikation Ruhe und Klarheit anzustreben. Außerdem bildet die Venus bis Ende des Monats schwierige Aspekte zu Pluto und zu Uranus und die können eine schmerzliche Erfahrung in der Liebe anzeigen. Daraufhin wollt ihr vielleicht eine Beziehung spontan beenden. Trotzdem gibt es nochmal einen Top-Tag für Singles am 27. März. Die haben dann gute Chancen, einen ziemlich aufregenden Flirt anzufangen. Ostersamstag, den 31. März, haben wir nochmal eine recht explosive Vollmondkonstellation auf der Widder-Waage-Achse. Und deswegen raten euch die Sterne, trefft in der zweiten Monatshälfte keine übereilten Liebesentscheidungen und setzt eure Lieben nicht unter Druck. Fragt euch stattdessen öfter mal, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Anfang April bildet die Venus viel bessere Aspekte und dann seht ihr alles in einem viel positiveren Licht. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials.
Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.